Wie eine typisch französische Standardsätze. Mhm. Und jetzt ist es voll leise, ne? War wieder klar. Ist so typisch, ne? Was? At the edge of a large forest lived a poor woodcutter and his wife. Aha. Ich dachte, es sind Kinder. Na ja, gut. Ach doch, sind Kinder. They had two children named Hänsel und Gretel. When a terrible famine struck the country, all the bread ran out. Seeing no other solution to their misfortune, the parents resigned themselves. One morning at dawn, they took their children into the forest. After several hours of walking, the father stopped to light a fire. Relight my fire! La la la! Tschö, bis gleich, locker. Hänsel and Gretel, exhausted and numb from hunger, fell into a deep sleep. Without even a glance at their children, the man and the woman slipped away. Guten Morgen. Mama, Papa, wo seid ihr? Wir haben uns hier weggelassen. Aber wir sind dann losgeworden. Das ist zu schnell. Das kann ich nicht. Warum muss ich Hänsel spielen? Ich würde mich eher als Gretel identifizieren. Annie Bacon. Hm, guter Name. Gretel, kommst du jetzt, oder was? Ich drücke übrigens nach rechts. Also, ich drücke wirklich nach rechts. Das ist nach vorne. Bis jetzt Jump'n'Run. Ja, wie Bramble halt, ne? Horror-Märchen-Spiel. Also, wie es aussah, ja. Wie Bramble halt. Nur irgendwie creepy. Yeah. Hold to separate characters. Press to change character. Ah! Ich kann Gretel sein. Ups. Ups. Okay, ich bin drauf. Ja, sehr gut. Wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde, Gretel. Zusammen werden wir das alles überstehen. Was ist hier los? Was, Hänsel krabbelt? Gretel kann ich? Warum? Hallo? Hallo, DFB-Fan. Weil sie einen Rock anhat. Meine Güte, soll sich nicht so anstellen. Hä, weil er kleiner ist? Hä? Habt ihr gerade Gretel gefettshamed? Dann gehe ich halt mit ihr woanders hin. You can grab onto ledges to pull yourself up. Hä? Sie ist die Starke, oder? Was? Und er ist der Kleine. Gut. Ich weiß noch nicht, also wo ihre Muskeln versteckt sind, aber hey. Ich mache ein Multiplayer-Spiel, aber Singleplayer. Das passt zu mir. Okay.
Wieso kann der Double jumpen? Verdammt. Oh. Oh. Hallo, Niki. Müssen wir wohl ohne Grete, Hänsel, Hänsel? Okay, weiter. Ich mobb niemanden. Die mobben mich. In the distance, a shadow appeared between the trees. A huge wolf roamed the area. Quick, Hänsel und Grete had to find a hiding place. Das ist jetzt doch Rotkäppchen. Au! Das ist okay, Typewriter, das darf man. Character Update. Aww. Oh, süß! Very brave little girl. Wild beast that roams the forest, okay. Wieso spielen wir sowas? Das ist doch eigentlich, also so Jump'n'Run ist ja überhaupt nicht meins. Warum spielen wir das? Oh, was war das? Oh, Bibi. Meins. Hallo Fäserchen. Arrived in a meadow, the two children saw a singular creature wearing a large head. It was in fact a small pig. Beside it lay the remains of a burned straw hut. Both children were shocked. It was the first time they had seen an animal dressed like that. Hayward as pig. Oh God, as pig. Hello dear children, what fair wind brings you to my humble meadow? The pig, Hänsel, the pig just spoke. Hello, kind Mr. Pig. My name is Hänsel and this is my sister Gretel. Hänsel tried to put on a brave face. This pig didn't look threatening and they needed help. Delighted, my dear friend. But tell me, are you alone in this great forest? Where are your parents? Hänsel and Gretel looked at each other without saying a word. So schwierig, Englisch auszusprechen und dann Hänsel und Gretel. Dankeschön. Für den 3 Monate Resub Bastis Gaming TV. Dankeschön, dankeschön. Der Hänsel wieder. Das ist schlimm, ne? The parents had abandoned them and they were alone in the world. Besser als alone in the dark, ne? The forest is very dangerous for children. Don't trust anyone and watch out for the wolf. He's prowling around here. Oh! Also erstmal, wir sind, also haben uns verlaufen. We got lost in the forest. Mom and Dad must be looking for us. They... Hänsel, that's enough. Our parents have abandoned us. And no one's coming to get us. The pig listened to the two children attentively. Mr. Pig? Can you show us the way to a village? A village with humans, preferably? My dear little ones, I have never left this place. If I could, I would help you, of course. Mr. Pig, I have a question. How can you talk? Mr. Peak smiles sadly. My dear child, how curious you are. Maybe I'll tell you my story if we become friends. This conversation is getting off track. Hänsel would rather speak about something else. We saw a wolf in the forest. He was really ugly. Hä, der war voll hübsch. We barely escaped him. Heavens, did you manage to escape the wolf? You must be very clever. Hä? Was ist das für eine Frage? Did you manage to escape the... Ja, sonst wären wir tot.
see the smoking remains behind me. They used to be my house. The wolf blew that he could, blew what he could away, and then the villain set fire to the rest. Ah, das ist das Dingsbums, ja, die drei Schweinchen, nur anders. My brothers, what has become of them? Devoured, or worse, homeless. Fortunately, thanks to Anne, I will soon have a place to take refuge. A shelter in the forest? Warum reden wir so viel? Indeed, Anne asked me to collect straw to build it. But with that wolf roaming around, if only someone could help me. Ist das eine Visual Novel? Mr. Pig, what if we helped you? It'll be quicker, right, Gretel? My dear children, I couldn't dare ask you. Well, we better get started. See you later, Mr. Pig. Put the bales of straw in the cart beside me. See you later, dear children. Was? Wie kamen wir jetzt dahin? Hä? Wie ist das jetzt dazu gekommen? Ich bin sehr verwirrt, was eigentlich gerade abgegangen ist. Das große Ding nicht, ja? Nein? Schwächlinge. Absolute Schwächlinge. Entschuldigung. Wie weit verstreut sind die Dinger denn? Da drin ist eins, ne? Ja. Kinderarbeit, also. Das ist ein Schwein, der darf das. Ich glaube, dem droht da keine Strafe oder so. Du könntest aber helfen, statt uns nur anzufeuern. It's not open that way. The door to the stable must be on the other side. Okay. Hello from the other side. What's that? Looks like a huge boot print. Ist jetzt das Strohzeug nur hier oder? Nee, ne. Das, also ich habe ja nicht mehr. Hallo, Entschuldigung. Ah, hier geht's noch weiter, ja. Da war ja was. Okay, du musst runterkrabbeln. Aber du kannst hier dafür hoch. Kannst du nicht? Okay. Dann halt so. So, jetzt lassen wir Hänsel da drin. Da oben. Da sehe ich es doch schon. Nee, das ist was anderes. Was ist das? Ist ein bisschen clunky. Okay, was ist das? Eine Rübe. Updated Collectibles. Ich habe eine Raune gefunden. Hä? Das sah aus wie eine Rübe. Okay. Du darfst doch hier raus. Und dann nimmst du den Ballen hier. So, schön. Er darf auch mal was tragen. The pig thanked Hänsel und Gretel warmly. Then he examined the bales of straw, muttering to himself. I would have thought that, well, if we take into account insulation of the walls... Ah, no, that won't do. Dear little ones, you've done a great job, but it's not enough. We need more straw to build the shelter. A little further on is an old stable, where you'll be sure to find all the straw we need. Yes, of course, Mr. Pig. We'll get all the straw we need. Oh, thank you, my dear brave little ones.
Was? Bramble? How to clear the path from all the brambles. Brambles burn easily. You'll need some fire. We'll help you. We'll find a way to burn those brambles. I don't doubt it. You're both so clever and smart. I must be very lucky to call myself your friend. Tschüss. The stable's over here. Good luck. Okay, hat's aufgesperrt. Tschüss. Hey, hier ist auch noch was. Hier, guck mal. Guck mal hier. Hä, kommt er jetzt auch? Okay, ich höre allein. Gretel, wait for me. I'll join you. Ja, dann komm doch. Sag mal. Okay. Bin halt echt gespannt, was hier noch kommt. Das müssen wir wahrscheinlich abbrennen, richtig? Ja. Ja, Händel sollte vor allem einfach mal selber laufen lernen. Und nicht einfach hinten dranbleiben und sagen, nö, nö, also du solltest ohne mich nicht gehen. Okay, was ist das jetzt? Kann man einfach durch? Hansel and Gretel were intrigued by this strange hollow stump. They decided to explore it, their curiosity being stronger than their fear. The floor was just a thin layer of moss. As soon as their feet touched it, it fell away. Alice? The two children were swallowed up in the deepest part of the stump, several meters below. Their fall was cushioned by the moss covering the ground. Seeing no way up, they resolved to explore the area further. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin wirklich ein bisschen verwirrt, wo das eigentlich gerade hingeht. Aber gut, dafür spielen wir die Demo, nicht wahr? Ups. Wenn jetzt gleich eine Grinsekatze kommt, dann weine ich. It's blocked. Okay. Was war das? Light a torch. Krieg ich die? What a pretty bonfire. Ja, klar. Hat ihr mir schon alles wegbrennen? Was ist das da oben für eine Bulldogge oder so? Wie kommen wir da hoch? Hänsel, halt das Jahr fest, ja? Wehe, du lässt die Goldmünze fallen. Kurbel. Nee, da oben ist ein Hebelhaken. Ich weiß noch nicht, wie. Aber lasst mal. Lasst mal erstmal die anderen Sachen auch noch niederbrennen. Da war ja noch mehr zum Brennen. Komm zurück, Lörka. Im Flugzeug, bitte. Okay, ich hab's Gefühl. Oh nein, da. Nee, das ist blöd. Also, wenn wir hier alles liegen, dann will ich da nicht durch. Nee, dann will ich da nicht durch. Gott, also, ganz ehrlich, Hänsel ist schon creepy, oder? Okay.
die Frau des Feuer, weil Hexe und jetzt... Was war das? Nix, ne? Gib mal her. Ach, da hoch. Ja klar, warte mal. Da glitzert's ja. Mach mal weg. Was ist das? Ach so, aha. Ja, natürlich. Okay, alles gut. Dann weiß ich jetzt auch, wie es geht. Okay. So. Einmal aufwärts. Okay. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das als Spiel spielen würde. Es ist sehr süß, aber... Es ist so ein bisschen Zelda ohne Zelda. Wisst ihr, was ich meine? Ups. Nun ja. Upsi. Passiert. Hä? Jetzt mal doch. Jetzt lass doch mal los jetzt. Das muss dahin, ne? Aber ich kann es, glaube ich, da gar nicht. Hä? Ach, da oben. Warte, oder? Lass mal los. Ich bin sehr verwirrt. Oh, jetzt... Wo ist eigentlich... Hänsel? Kommst du auch mal mit? Ach, da hinten ist noch eine. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Aber kriege ich die hier jetzt hoch? Nee, auch nicht. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, die wollten uns nur verwirren. Ich guck schon 5 Sekunden, weiß immer noch nicht, was abgeht. Ja, schlimm, oder? Hilfe. Die Kamera ist definitiv nicht mein Freund und Helfer. Hänsel, nimm du mal. Wenn du die Lösung nicht kennst, du hast recht, du hast recht. Okay, diesmal nimmst du die Münze. Da kamen wir durch. Ich guck gerade, ob die Ecken irgendwie was verstecken. Aber hier ist noch das... Warte, mach du mal weg. Ich weiß noch nicht, wo... Ah, okay, warte. Getrennte Wege, Hänsel, getrennte Wege. Das habe ich ignoriert. Kannst du mal eine Fackel reichen? Warte, wenn ich ihr jetzt einfach diese Fackel mitgebe, ja? Okay. Jetzt nochmal.
Der Wackelmann. Ich konnte nicht springen. Ich kann mit Fackel nicht. Ich muss sie werfen. Oh, ja, nochmal. Ich habe keine Geduld für sowas. Ich glaube, das ist mein Problem. Dieses Thema alles nochmal probieren, dafür habe ich keine Geduld. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, ich weiß, das ist noch nicht aufgefallen, aber also ich bin vielleicht manchmal ein bisschen ungeduldig. Und jetzt? Als ob ich da hin... Warte, ich werf die mal runter, ja. Hä, als ob... Das funktioniert so nicht. Hä, das geht tatsächlich nicht. Hä? Warte mal, Hänsel, ich muss hier mal kurz gucken. Ja, halt du mal fest. Hä? Aber auf das Seitending komme ich nicht. Ja, ich dachte ich mir Dose und Ravioli, aber ich komme da nicht hin. Das ist das Problem. Also, die kann da nicht hinspringen. Aber ich bin ja, also habe ich es natürlich selbst gesehen, aber ich muss vor allem die Münze auch mitbekommen. Weil es fährt ja nichts. Also das Problem an der Sache ist. Wir müssen irgendwie. Weil da kann ich nicht hinspringen. Wir müssen irgendwie die Münze. So, wofür habe ich das abgefackelt? Da muss ja irgendein Grund gewesen sein. Mit Münze kann ich halt nicht springen. Also ist jetzt nicht so, dass ich das schon dreimal gemacht habe oder so. Ist jetzt nicht so, dass ich das schon dreimal gemacht habe. Gott sei Dank habe ich das natürlich jetzt zum ersten Mal gemacht, ne? Und jetzt müssen wir wahrscheinlich loslassen. Ich gucke jetzt erstmal, ja? Und die Münze? Und die Münze. Ist das ein Fahrstuhl? Warte mal. Nee, dahin. Wie krieg ich das denn dahin? Oh, was ist das? Das war natürlich absolut geplant.
okay, Gretel, es wäre echt schön, wenn du dich einfach festhalten würdest, ja? Danke. Das ist mir zu heikel. Bevor wir das noch zehnmal machen. Ist das Münze? Sehr gut. Ist das Münze? Nur vorsichtshalber nehme ich die Fackel auch mit, ne? Und her switchen. Das geht tatsächlich. Das Schlimme ist eher, dass sie so langsam sind. Sag mal. Insel. So. Welche Tür? Entschuldigung, welche Tür ist offen? Welche denn? Previous Room, ja, aber also war mir klar, weil es eine andere. Aber welche Tür? Da kamen wir her. Hey? Aha. Bring mal die Fackel hier bitte. Ja, ist eine Tür dahinter. Erstmal alles niederbrennen. So, jetzt. Nee, bleib mal bitte weg, ja? So, jetzt können wir hier das machen. Und dann wird das wahrscheinlich auch die Tür sein. So. Kimmst jetzt. Gretel ist besser als Hänsel. Ich wusste es schon immer. Was ist das? Okay, gar kein Problem. Was müssen wir diesmal machen? Wieso muss ich an Resident Evil denken? Nein, nicht Tanni niederbrennen. Nur so doofe Wurzeldorn wegbrennen, aber nicht Tanni. Tanni ist immer schön da. Okay. Lass mal liegen. Aha. Ich glaube, das nicht. Warte, kann ich die Fackel nicht, oder? Ich brauche auf Deutsch irgendwas.
Kann er jetzt helfen? Müssen sie es zu zweit machen? Mann! Hier wahrscheinlich aus dem Fenster da hinten raus. Hier, ne? Hä? Nicht da? Ah, jetzt. Hä? Ich habe gar nicht gedrückt. Ich hab einfach geworfen. Was machen wir jetzt, Gretel? Kannst du das besser? Warte mal, kannst du eigentlich hier raus? Nee, ne. Also es muss hier rausgehen. Das heißt nicht, dass... Also es gibt keine Art der Möglichkeit, dass ich irgendwie mich festgebackt hätte. Und wie machen wir das jetzt mit Hänsel? Kann der noch weiter? Er muss nur schnell genug sein, okay. Ui. Okay. Dann nimmst du den Stein. Wo ist der Stein? Entschuldigung, wo ist Le Stein? Ich glaube, wir hätten den Stein mit rausnehmen müssen. Okay. Gar kein Problem. Da gibt es doch bestimmt einen zweiten Stein, richtig? Ihr gebt mir doch bestimmt noch einen Stein. Entschuldigung, aber wo ist der Stein? Wo ist der Stein? War der nicht... Also... Entschuldigung. Wo haben wir denn hingeworfen? Ich habe die Befürchtung, dass wir ohne Stein aber auch nicht weiterkommen. Okay, wartet mal. Ich bräuchte auf jeden Fall erstmal eine Fackel wieder. Ach, die ist da oben. Wir probieren erstmal die andere Ecke. Vielleicht finden wir da noch einen anderen Stein. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir uns noch nicht festgebackt haben. Der Weg wird also kein steiniger. Kann ich die da gegenwerfen? Ups. Seh nix. Schreib bei Fuß. So, hier. Kann Hänsel bestimmt durchkrabbeln. Hier nimm du erstmal. Vielleicht finden wir einen neuen Stein. Einen schöneren Stein. Einen besseren Stein.
Ich habe ein Collectible bekommen. Cool. Okay, wir haben ja noch eine Möglichkeit. Hier. Nope, haben wir nicht. Wir müssen wechseln. Weil da muss man klettern. Wo stoned rum, wow. Aber klingt also, als könnte das der Wahrheit entsprechen. Und ich schätze, jetzt haben wir das Problem, dass ich nicht dahin komme, wo ich die Münze abgeben muss. Weil irgendwer meinen Stein weggeworfen hat. Das geht. Das geht tatsächlich. Kriege ich eine zweite Münze? Nee, warte mal. Ist da vielleicht noch was drin? Und das Steinding ist einfach nur so optional. Die würden mich doch da nicht einfach so lassen, oder? Hallo? Das sieht doch... Hä, das sieht doch aus, als ob sie sich da festhalten kann. Oder nicht? Münze gleich Stein. Ja, Münze ist ein Stein. Die Fackel habe ich schon probiert. Die Fackel lässt es nicht runter. Hä? Ach da. Ich dachte gerade, jetzt habe ich die auch noch weggeworfen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich einfach... Also... zu doof bin, aber ich glaube, es geht nicht. So traurig. Okay, können wir irgendwie von hier aus? Aber ich weiß, wie kriege ich denn dann? Hänsel? Du musst schon fangen. Frage, wie weit geht das Ding? Kann ich da drauf springen? Und von da aus werfen? Nee, ne? Ich nehme es als nein. Wir können ja mal gucken, vielleicht finden wir ja da drinnen was, ne?
Oh. kann ich bitte nochmal rein? Danke. Die Stelle im Märchen kann ich mich leider nicht erinnern. Ja, das geht schon. Oder so. Ich glaube, der Stein ist echt mein Problem. Der Stein bricht mir das Bein. Warte, er ist ja leichter, ne? Obwohl, ne, das geht nicht. Ups. Komm, einmal richtig perfekt. Du warst zwar einmal drauf, hundertprozentig, aber vielleicht ist ja jetzt anders. Ich glaube, wir sind festgebuggt. Ich glaube, ohne meinen Stein. Oh! Mein Stein war nur in der Luft. Alles gut, ich habe den Stein. Ich war noch nie so glücklich, einen Stein zu sehen. Oh, hier. Steinstein, hurra. Ah. Ja, der Weg war doch steinig. So. Oh. Grete fell through the floor as it crumbled beneath her. There was an object on the floor of this room. She eagerly went to look. Gretel inspected her findings, a very old lighter. This lighter will ignite objects without using a torch. Gut. Gretel ist jetzt eine Hexe geworden, sehr gut. Burn the whole place down und so. Kommst du wieder? Einsamkeit kommt. So, wir nehmen die trotzdem mit, ja? Das heißt jetzt. Cool. Gretel digitiert zu Pyrogret. Mhm. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder an den Anfang, wo wir davor keine Torch hatten. Und können raus, richtig? Die wollen mir jetzt aber nicht sagen, dass das Ganze hier nur war, damit ich ein blödes Feuerzeug krieg. Oder? Doch. I don't know. Okay, voll, voll. Ich will alles verbrennen. Alles. Obwohl, da ist bestimmt nur ein Collectible drin. Ja. Dann weiter. Weißt du, was sowas kostet? Nicht so viel. Die müssen eine Fackel durchhalten. Nee, man könnte auch gar nicht die Wurzeln verbrennen oder so und hätte dann das Problem sowieso nicht mehr. Nee, nee.
Hä, was? Oh. Oh, wir gehen zu Dumbledore. Na also. Boah, mich macht das so müde. Aber ich meine, es ist ein Märchen. Märchen machen einen müde. Märchen werden vorgelesen zum Schlafen. Weg. Was mit der Musik? Warum? Oh nein, ist das jetzt so ein Sneak-Action-Ding? Nö, ne? Oh nein. Das wird jetzt nicht so... Das... Nee. Gretel und Hänsel arrived at the stable Hayward told them about. They were confident that the straw harvest would be over in no time. However, the two children had no idea that their sharp-toothed new friend had made the stable his lair. Mann, dass der immer im Weg steht, ne? Ich sehe nichts. Aha. Mann, hau ab! Junge! Oh Gott. Einfach ablegen. Ich habe Angst, dass der Wolf gleich kommt. Also, dass der Wolf irgendwie getriggert wird, wenn man nur noch eins braucht oder so. Also wenn ich das runterbrenne, was ich wahrscheinlich kann, ne? Vielleicht sollte ich doch den letzten Heuball, also den vorletzten Heuball schon reintun. Ich kann ja nicht mit den Fenstern interagieren, oder? Einmal geht, sagst du? Ja, dann. Easy. Na dann. The children put the last bundle of straw in the wheelbarrow and moved it as quietly as possible. They had to go back to Hayward, who is impatiently waiting for a straw. Warum liegt hier Stroh? Hallo, fertig. The pig, having seen the bales of straw that Hänsel and Gretel brought back, greeted them happily. My dear children, I never doubted you. Our refuge, oh God, can finally be built. Oh, thank you. I hope you'll join us there. What bravery, what courage. And da ist ein Wolf. The wolf was in the stable, but we escaped. Heavens, I hope he didn't follow you here.
join. Mr. Peak, would there be room for us in your shelter? Of course, vigorous and charming children like you are always welcome. Tschüss. See you later, Mr. Peak. Thank you for welcoming us to your shelter. My dear children, what kind of a pig would I have been if I had refused to help you? And after all you've done for me, of course. I cleared the way to the refuge for you. See you over there at the shelter. Kriegst du eine? Ich trage keine Maske. Ich trage nur Make-up. Okay. Then we can go durch da. Hier lang, ne? Das war die zue Tür. Emerging from between the trees, the wolf whom they had managed to deceive until now had found them. He let out a terrible howl that echoed throughout the clearing. We had to run, now. Wie rennt man denn? The story has a much better ending. Come on, let's start again. It was time to flee. Wie renn ich denn? Dir auch, Bastis Gaming TV. Entschuldigung, wie renne ich denn? Ich konnte doch rennen. Gar nicht, scheinbar. Okay, es ist einfach nur Millisekunden genau. Sehr gut. Ist ja gar kein Problem. What will happen to Hänsel und Gretel? Aber bist du doch der Renner. Oh. Das war aber gemein jetzt. Ja, ist ganz süß hier, aber also ich bin da, glaube ich, die falsche Zielgruppe für. Aber es war sehr süß. Also, wenn man sowas mag, mag man das Spiel bestimmt auch. Ich mag meine Rätsel nur gerne ohne Jump'n'Run. Ich glaube, das ist mein Problem.